Mineralwasser entsteht, wenn nährstoffarmes Regenwasser tief in die Erdschicht noch unter das Grundwasserlevel sickert. Dabei durchdringt es verschiedene Gesteinsschichten, löst Mineralien wie Natrium, Calcium oder Magnesium aus dem Gestein und nimmt diese auf. In vulkanischen Regionen wie der Eifel gibt es noch eine Besonderheit. Das Wasser kommt zusätzlich mit aufsteigendem CO2 in Kontakt, sodass natürliche Kohlensäure entsteht. Diese wiederum löst noch mehr Mineralstoffe aus dem umliegenden Gestein. Je länger das Wasser in den tiefen Gesteinsschichten lagert, desto mehr Minerale werden gelöst und desto kräftiger ist der Geschmack.